Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Hermannseck. War das richtig? Genau. Ja. In unserem Youngtimer-Projekt zusammen mit dem Werner und dem Randy. Hallo. Hallo. Das ist, ja, bis jetzt richtig gemacht, Werner. Das hast du sehr gut gemacht. Gibst ein Sternchen und einen Keks. Aber das mit dem zu schnell, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr raus. Das ist, wenn du das hast du 6000 Mal gemacht, dann. Ja, in der letzten Folge haben wir uns besorgt über Randys Ernährung. Besorgter Burger. Und besorgt wird auch dann ihm irgendwas, das er vernünftig kocht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Mal sehen. Deswegen können wir heute ein neues Thema anschneiden, wo wir gerade von Essen reden. Wegen Anschneiden, Brot und alles egal. Haben wir noch was? Nicht. Okay. Ich überlege gerade, aber. Gab es wieder eine Umfrage auf der Garderol Facebook-Seite? Nein. Ach, schade, aber auch. Wir machen doch nicht immer das Gleiche jeden Tag. Nee, okay. Was? Warum das denn? Achso. Was? Aber im TV kommt doch auch jeden Tag mitten im Leben. Sehen dein Herz. Ja, das kommt danach. Kriege nie genug. Weißt du, die richtig guten Sachen, die gibt's gar nicht mehr, ne? Die Richterin Barbara Salisch. Gibt es nicht doch, mehr. Doch. Gold. Der Holz. Gold. Genau. Da läuft dann noch wiederholen. Da gibt's, ja, aber ich kann dafür was empfehlen, was auch auf Sat 1 Gold läuft, und zwar Lenzen Live. Ist das Ingo Lenzen? Genau, und ich frage mich, warum das da läuft. Und das ist eine Sendung, die macht er, hat er auch die Idee dazu. Und zwar, das ist eine Call-In-Sendung, wo du ihn anrufen kannst und deine Rechtsfragen stellen. Einfach so. Anrufen, wenn du Glück hast, bist du halt gescoutet, ne? Dann kommst du da durch. Und dann kannst du ihn fragen, was weiß ich hier, mein Nachbar hat immer seinen Leiter da an der Treppe stehen. Abfahrer 6 bitte. Wenn ich da drunter hergehe, was ist denn da ganz los? Ganz schlecht, Randy. Ganz schlecht. Abfahrer 6 bitte. Ja, ganz schlecht, Randy. Immer noch. Irgendwo steht doch ein Fan drum. Da muss doch irgendwo ein Anhänger dran passen. Jedenfalls eine sehr schöne Sendung auf Sat 1 Gold. Kann ich nur empfehlen. Lenzen live. Aber den Lenzen. Völlig unaufgeregt, ohne irgendwie lustige Fälle zum Schmunzeln. Und er gibt dann halt seine rechtliche Einordnung dazu. Er ist eigentlich Rechtsanwalt, ne? Nicht Privatdetektiv. Er ist ja eigentlich schon seit Jahren Rechtsanwalt, ne? Immer schon. Den gab's ja bei. Der war ganz früher, war da bei Richter Holt dabei, glaube ich. Als Staatsanwalt oder so. Als, ne? Da, sowas oder als Verteidiger, ich weiß nicht genau. Mhm. Und dann war doch. Wie heißt das? Lenzen und Partner? Genau, da war er Privatdetektiv. Da war er Privatdetektiv. Und hat den ganzen Tag Sachen gemacht, wo er weiß, dass er sie nicht machen darf eigentlich. Ja, und jetzt hat er was Neues. Ja, ist doch gut, wenn sich die Leute weiterentwickeln. So. Ja, das war ja überhaupt kein Thema, in die Rampe hochzukommen. Aber er nimmt es auch hier nicht. Herr Sachsen, Let's Player. Ja, bitte. Ich muss hier weiterfahren. Ich muss Geld verdienen. Es tut mir leid. Ja, dann fahre ich halt bei Ihnen mit, ne? Ja, ich finde das gut. Da unten steht eine Pulle. Ne, also lass es in Ruhe. Ich kann mich als Beifahrer nicht bewegen. Du kannst, wenn du ganz doll dran denkst, nach links und rechts gucken. Ja, aber da muss ich ja die DPI so hochballern. Ja, ist richtig. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wir fahren jetzt Kompass holen und verkaufen. Was sagst du denn dazu? Wahnsinnig innovativ. Absolut. Vor allem kommt Geld rein. Wir könnten uns ein Weizenfeld kaufen. Zwinker, zwinker. Wahnsinn. Ich lade mal machen ab, wir das was gut passiert. Mal. Ja, das hat... ich habe jetzt abgeladen. Okay. Hast du auch richtig abgeladen? Ich habe jetzt abgeladen. Wir müssen uns das angucken, Randy. Doch. Aber wir haben jetzt schon mal die Folge geht... 3 Minuten 50, wir haben auf jeden Fall schon mal viel gelernt. Gerade auch geguckt, hat 1 Gold. Aber nur wegen der Sendung. Wenn du da hätte zum Spruch kommen müssen, ja, wenn ich schon GEZ bezahle, dann nütze ich die Kiste auch. Für Sat 1 zahlt man keine GEZ. Ja, du zahlst allgemein dafür, dass du einen Fernseher hast, GEZ. Ne, Moment, ja, aber nicht für Sat 1. Dass du theoretisch die Möglichkeit hast, genau. Rufung zu empfangen und zu nutzen. Entschuldigung. Das Urteil fand ich auch wieder mehr wie lächerlich. Nur mal so nebenbei. War da jetzt nicht wieder was bei euch? Naja, Bundesverfassungsgericht hat halt sich den GEZ-Gedöns angenommen. Ja, was ist natürlich rausgekommen? Ganz klar, die Leute, die eine Zweiraum- oder Drittraumwohnung haben, die dürfen nicht doppelt oder dreifach abkassiert werden. Nicht Raum, das, Wohnung halt. Wohnung, Entschuldigung, ja. Also das, was natürlich extrem viele Leute betrifft. Ja. Und der Rest war es. Ansonsten ist es weiterhin rechtmäßig, dass jeder den Hüss, also den ganzen Beitrag bezahlen muss. Es ist rechtmäßig, dass es nach Wohnung geht und nicht nach Endgeräten. Es ist keine versteckte Steuer, obwohl es eine Zwangssteuer ist.
Und Firmen müssen trotzdem, die jetzt Auto haben, weil Sixten hat ja zum Beispiel mitgeklagt, wenn du jetzt eine Firma hast mit Autoverleihern, musst du trotzdem für jedes Auto irgendwie anteilig da hochbezahlen. Ist soweit alles rechtmäßig. Ich sehe das zwar anders, aber naja. Sehen auch viele andere anders, aber naja. Naja. Irgendwie muss ich ja das Staatsfernsehen finanzieren. Die Lügenpresse. Der Rundfunk halt. Weil da gehört ja viel mehr. Da fand ich die Aussage von Deutschlandradio sehr interessant. Mit ihren 50 Cent da. Was die da gesagt haben, dass die von dem GEZ-Beitrag, also pro Bezahler, ne, genau 50 Cent davon bekommen. Der Rest fließt dann nur anscheinend in ARD und ZDF. Der Herr Lester Ösi. Was für ein Ding? Wollten Sie nicht hier lästern? Achso, warte, ich muss kurz den Garderoll. Warte. So, jetzt sind Sie dran. Ist voll. Ah, das heißt, die verschwinden automatisch, meinst du? Das ist richtig. Du kannst auch hier ranhüpfen und dann einzeln so. Ja, hab ich ja schon. Okay. Ja, momentan aber ist voll. Okay. Aber das ist gut, dann läuft das Ding erstmal. Wunderbar. Und der Löster. Warte mal, kracht das Teil? Ja, ist ziemlich laut, deswegen ist es auch so abgelegen. Wenn ich mach mal, ich nichts gegen dich, ne, aber ich mach mal Fenster auf. Nö. Nö, ansonsten, ja, wie gesagt, das Thema ist ja, wie gesagt, das war jetzt nichts Weltbewegendes, weil das hätte man schon von vornherein denken können, dass sich da nichts ändert. Oh Gott, die Kiste schiebt. Die schiebt, ja. Die schiebt, wie gesagt. Ich finde halt, wie gesagt, die Begründung ganz interessant, so frei nach dem Motto, naja, jeder hat ja theoretisch die Möglichkeit, das zu nutzen, deswegen muss es halt einfach jeder bezahlen. Ich meine, gibt es eine einfache Methode, verschlüsseln, und der sehen will, muss es bezahlen. Geht bei Pay-TV-Sendern ja auch. Aber, naja. Wenn man sich andere Beispiele anguckt, ich meine, wir sind ja vom Rundfunkbeitrag, sind wir ja im Vergleich zu Europa noch relativ günstig. Österreich zahlt mehr, Schweiz zahlt mehr und so weiter und so fort. Aber die haben auch nicht so einen aufgeblähten Rundfunk wie wir. Ja, es gibt aber auch Länder wie Dänemark und Co., die haben diesen Beitrag komplett abgeschafft und haben sie über eine etwas erhöhte Einkommenssteuer geregelt. Ja, also, damit sind die, die nicht so viel verdienen, im Endeffekt nicht benachteiligt. Ich glaube, wir sind falsch. Ich muss hier rein, aber hier kommt man nicht rein. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ja, so wie zum Thema GEZ, ich warte eigentlich immer noch auf meinen Bescheid. Da müsste jetzt eigentlich die Woche oder nächste Woche kommen. Was ich erstmal nachzahlen darf. Achso. Okay. Ich hab doch, wo ich umgezogen bin, habe ich mich da bei denen gemeldet, hab gesagt, die Änderungs, bla bla bla. Und kam automatisiertes Schreiben zurück, ey, sie sind bis Oktober 2019 befreit. Wo ich mir so dachte, nee, bin ich nicht. Da haben wir gedacht, ja komm, die melden sich schon. Ja, haben sich bis jetzt immer noch nicht gemeldet. Da habe ich mir gedacht, naja, dann machst du es jetzt, also rufst du jetzt nochmal an und fragst, was da Phase ist. Weil summiert sich ja am Ende wieder nur, ne? Ja, ja, wie halt die Krankenkasse-Dingens auch. Das ist wie die Krankenkasse halt, ne? Da ja gefragt, sage hier, bla bla bla, ich habe da eine Änderungsmitteilung gemacht, ne? Ja. Ja, sie sind ja befreit. Ich sage, nee, ich war befreit, ja, jetzt bin ich aber hier und bla und tralala und jenes und so. Ja, so, ne, dann müssen sie das wie folgt machen. Sie müssen dann die alte Wohnung abmelden. Und wenn sie die alte Wohnung abgemeldet haben, oder beziehungsweise eine neue, die zweite, als, ihre neue Wohnung als Zweitwohnung anmelden, dann melden sie ihre alte Wohnung ab und geben als Grund an, dass sie in die Zweitwohnung gezogen sind. Da, weil das hatte mich ja gewundert, beim Abmelden gibt es nämlich sowas nicht wie, ich bin umgezogen. Gibt's nicht. Ne? Es gibt halt nur, ich bin arbeitslos geworden, ich ziehe zum schon zahlenden Beitragsempfänger, ich bin blind geworden, ich bin taub geworden, ich bin gestorben. Mehr gibt's da nicht, ne? Und ja, wenn sie das alles machen, dann geben wir ihnen den Bescheid, dass die alte Wohnung abgemeldet ist und schicken ihnen dann den neuen Bescheid für die neue Wohnung zu. Sache. Okay. Sehr interessant. Jetzt wohnt sie dort, sagt seit Februar. Oh, da sind sie ja jetzt schon dreimal. Sache, ja. Muss man da halt zahlen, ne? Oh, ist richtig, aber naja, wird schon passen. Ja. Ja, aber du hast doch da am alten Ort hast du auch bezahlt, also. Nee, hab ich nicht bezahlt. Also. Du bist als ALG-2-Empfänger befreit. Ach so. Und dann haben die irgendwann das System eingeführt, dass die dich dann einfach für 2-3 Jahre im Vorhinein schon befreit haben, dass sie nicht jedes Mal diesen Papierkram haben. Ja, musste ich aber melden, wenn sich was ändert. Und dadurch, dass sie 2018 wieder diesen wundervolle Gesetz, was sie vor 2 Jahren durchgewunken haben, einen Meldeabgleich mit den Einwohnermeldeamtern machen. Ach ja. Ne? Und abgleichen, wie wo was ist, werden die so oder so dann irgendwann mal zu mir gekommen und haben gesagt, ey, sie haben das noch gar nicht angemeldet.
Und den Ärger mir schon mal. Den Ärger schon mal vorzubeugen, habe ich gesagt, jetzt rufst du mal an und fragst, was da passiert ist. Kann ja trotzdem sein, dass du sagen, oh, ich bin halt befreit. Aber nee, ist halt nicht so. Naja, wenn da Bescheid kommt, ich glaube, ja, das eine Kuh muss ich nur selber. Ich glaube, irgendwas 120, 130 Euro muss ich dann halt bezahlen. Das sind die ersten drei Kuhs dann bezahlt und fertig aus. Dann ist es nur noch das vierte, dann ist es ja auch schon wieder rum. Ich finde es immer noch eine Frechheit. Meiner Meinung nach gehört das abgeschafft, aber. Randy for President. Politik würde ich persönlich gar nicht gehen wollen. Ganz ehrlich, da wirst du entweder nur bekloppt dabei oder kriegst graue Haare. Eins von denen. Oder beides. Naja, oder die beides. Frage ist halt, was die wichtiger ist. Einen vollen Geldbeutel und ein paar graue Haare? Aber man geht doch nicht in die Politik wegen Geld, sondern wegen Ideal. Oder? Ah, habe ich vertauscht, sorry. Da zweifle ich auch sehr stark bei manchen daran. Ich meine, sind wir nur am Geldthema gelandet. Und das ohne Ansgar, was? Nö. Das ist eigentlich krass, ne? Das wurde ihm sofort übrigens gepetzt. Ja? Das hat keine 5 Minuten gedauert, als das Video raus war. Da kriegte ich das schon wieder. Ja. Aber ich glaube, der Ansgar guckt die Folgen auch hier. Ja. Da guckt sie auch. Jedenfalls ab und zu. Wenn der Titel gut ist. Deswegen sowas reinschreiben wie. Nicht den Ansgar machen. Nicht den Ansgar machen oder Ansage an AS raus. Hab ich jetzt nicht gesehen, Werner. So, eigentlich ging die Ansage woanders hin, aber die ist, glaube ich, nicht angekommen. Das glaube ich auch nicht. Der hat die Ansage nicht gehört. Verstehst du wegen? Egal. Das ist also, der hat den Knall nicht gehört. Das ist im Übrigen noch sehr lustig und zwar, wenn du blind bist. Oder? Ja, das ist nicht lustig, Randy. Nee. Nein, das ist wiederum richtig, aber irgendwie ist mein Links runtergefallen. Nee, wenn du sehblind, sehbehindert, whatever, wie man das heutzutage nennt, eingeschränkt sehfähig bist, musst du trotzdem GZ bezahlen, aber nicht 17,50 Euro, sondern 4,99 Euro. Weil du kannst ja theoretisch den Rundfunk noch hören. Ja. Boah. So. So. Da erkennt der Staat nicht. So. Ja. Gut, das ist so mein Themenvielfalt gewesen. Ich habe gehört, Angie ist im Urlaub. Es ist aktuell Sommerpause in der Politik, glaube ich, ja. Sommerpause heißt das, okay. Machen die immer irgendwie dann so, dann ist das Ding mal, keine Ahnung, 6 Wochen zu oder so. Gerade ruhig korrigiere mich. Und da wird nichts gemacht und dann geht es irgendwann wieder weiter. Gut, und, Karl, korrigiert und die Probleme, die da sind, werden einfach liegen gelassen. Nee, es sind noch irgendwelche Hanseln da, aber die dürfen halt nichts entscheiden. Okay. Ja, die machen halt diese alltägliche Arbeit nebenbei. Glaube ich zumindest. Mhm. Ja, ich kann mich da nicht aus. Aber die dürfen da halt nichts entscheiden. Aber ja, der Angie ist im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ich glaube irgendwo in den Bergen, da wo man die Raute am besten sieht. Ja, wandern. Ja, mit dem Herrn Sauer. Oh, von daher. Ah ja. Wir brauchen stärkere Traktoren. Aber, apropos. Kaum haben wir 60.000 am Konto, werden neue Traktoren angeprangert. Ist richtig. Aber das hatte ich noch gelesen, da gab es nämlich eine Pressemitteilung von der Köln Messe GmbH und KKG, LTD, LLC. Und zwar wird dieses Jahr die Eröffnungsfeier wieder von hochrangigen Politikern besucht. Unter anderem der Digitalministerin. Ja. Keine Ahnung, wie sie heißt, also sie ist auf jeden Fall für Ministerium für Digitales in Bildung oder irgendwie sowas in der Art. Oder für Infrastruktur und Digitales. Die Frau Bier. Genau. Und von den komischen Innenminister Nordrhein-Westfalen. Ja. Da ist wieder hohe Gast dabei. Nicht der Angie, schade. Warum? Aber der. Warum kommen keine Vertreter der Landesmedienanstalten? Ich glaube, die trauen sich doch nicht hin. Das ist doch genau ihre Veranstaltung. Eigentlich schon, aber ich glaube, da trauen sie sich nicht hin. Aber wir haben dann solche Spitzenkandidaten wie Oliver Pocher und Co. Ja, die sind aber immer dabei. Die sind immer dabei, ja. Aber naja, ziemlich schade. Ich hätte mich gefreut, wenn der Angie gekommen wäre, weil ich hätte in LS19 auch gerne mal angespielt. Hat sie ja beim letzten Mal auch. Ja, ja, ich weiß. Deswegen, dass so einen direkten Nachfolger, so kann man die Dame auch mal in diese, ne, die Thematik ein bisschen näher bringen. Ja, aber dann sagt sie doch, er hat sich seit dem letzten Mal alles getan. Und dann wird sie, was? Nee, ich sag nichts. Oh, ich wäre abgefahren. Ein braver Werner. So ist er. So ist er.
Vor allem auch, ich werde abgefahren. Ja, ist okay. Ja, ich saß neben dir auf dem Sitz, ne? Ich hab gesehen, also, ja. Also, ich weiß ja nicht, was wir uns da vorher ausgemacht haben. Boah, auf jeden Fall illegal. Läuft bei euch? Ja, es läuft immer. Läuft bergab. Eine Frage, immer. Bevor die Folge endet. Wollen wir uns überlegen, dass wir vielleicht ein Weizenfeld kaufen, nur um die Produktion des Bieres... Hat mir schon zugestimmt. Das ist schön. Da können wir uns... Das? Ich weiß es nicht. Ja doch. Haben wir denn eins? Zum Beispiel die 19, direkt neben der Brauerei, ist zufälligerweise Weizen drauf, kostet keine 40.000. Da müssen wir aber mit der Maschine mal rüberfahren, ne? Ja, das ist richtig. Just saying. Das gut, richtig. Dann können wir uns aber noch überlegen bis morgen. Folge. Genau. Hup, hup. Also, bedanken wir uns allseits fürs Zuschauen. Hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir auf dieser wunderschönen Map mit fantastischen Themen, gut aussehenden Zuschauern und ja, wahrscheinlich triefend vor Schwitzen, Nässe und Wärme Moderatoren hier. Wenn ihr das zu würdigen wollen wisst, dann lasst gerne einen Daumen und ein paar Kommentare da, würden wir uns freuen und sagen bis zur nächsten Session. Tschüss. Tschüss.